Ich wünschte, wir könnten für die Draktür ein eigenes Antlitztagsfest ausrichten. Oh, da gab es ja auch die Kurzgeschichte. Habe ich auch als Hörbuch eingelesen für alle Lesefaulen. Ist wirklich eine tolle Geschichte. Wie war euer Gestaltentag? Also ein großes Zelebrieren der Drachen, ja, wo sie in ihrer Antlitzform zusammenkommen. Und dann die Drachen, die zum ersten Mal eine wählen, quasi auch in dieser Form willkommen geheißen werden. Ja, also absolute, pure Drachenkultur. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich war so nervös, ich wusste nicht im geringsten, welche Gestalt ich wählen sollte. Ich sprach mit Drachen aus ganz Azeroth. Das war hilfreich, aber nichts, was sie sagten, klang für mich richtig. Ich erkannte, dass es darum geht, wie man sich selbst sieht. Ich sehe mich selbst nicht als große Kriegerin, oder als Heldin, oder als Eroberin. Ich sehe mich selbst als jemand, die bei der Erschaffung einer strahlenden Zukunft für ganz Azeroth helfen will. Das passt einfach zu mir. So ein Ding. Ich möchte was anderes fragen. Identitätskrise. Okay, netter Questname nach der Beschreibung. Passt auf euch auf da draußen. Hey, Bluteiter, hier drüben. Ich habe gerade mit Glutal gesprochen und etwas bedrückt sie, wenn ich auch nicht weiß, was genau. Sie hat mir all diese seltsamen Fragen zur Antlitzgestalt gestellt. Ob sie bereit ist, eine auszuwählen? Wie aufregend. Ich glaube, ich habe gesehen, wie sie auf dem Weg zum siegreichen Antlitz war. Ihr solltet nach ihr sehen. Ich wette, ihr könnt ihr Geheimnisse entlocken. Viel Glück auf eurem nächsten Abenteuer. Identitätskrise. Ah ja, nicht nur Glutal, auch die anderen Äumel sind dabei. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Wirklich? Ihr habt noch keine Antlitzgestalt ausgewählt? Fühlt ihr euch immer noch nicht bereit? Dies hier bin ich. Dies hier war schon immer ich. Warum sollte ich was anderes sein? Ich glaube, ihr macht euch zu viele Gedanken, Glutal. Ja, oder ihr euch zu wenigen, ne? Glutresch. Wollen wir? Und Viridia. Ah, und guck, die beiden sind mit ihrer Form tatsächlich schon zufrieden. Und Glutal hat einfach noch gar keine gewählt. Ja, stimmt, die war nicht mal irgendwann in diesem Standard-Draktür-Ding unterwegs, ne? Mit den Hörnchen. Und gleichermaßen ist ja ein großer Spielerwunsch, dass es da mehr Optionen gibt. Das wäre natürlich eine interessante Kombi für die Zukunft. Es gibt viel zu tun. Ich schätze, Chromie hat euch geschickt. Bleibt aufrichtig. Wer seid ihr? Glutresch hat vielleicht recht. Aber wenn ich ein Antlitz wählen will, dann sollte ich wenigstens ein bisschen darüber nachdenken. Allerdings ist mir das Konzept der Antlitzgestalten einfach nicht ganz klar. Ich habe gehört, dass ein Antlitz ein Ausdruck des eigenen Selbst sein soll. Wie weiß man, was das ist? Vielleicht gibt es hier jemanden in Valdrakken, der darauf eine Antwort weiß. Bluteiter, bitte sammelt weitere Informationen. Ich werde hier warten. Berichtet mir dann, was ihr herausgefunden habt, wenn ihr fertig seid. Dient ehrenhaft. Ja, und auch in der Chromie-Geschichte war das ja ganz niedlich gemacht, dass sie mit Onyxia geredet hat und Onyxia meinte, du brauchst eine Form, der die Menschen verfallen, um sie besser manipulieren zu können. Mit Kallek hat sie gesprochen und der meinte, ja, keine Ahnung, ich mag halt blaue Haare, ne, lul. Und da gab es ganz viele verschiedene Eindrücke und so wird es hier jetzt vermutlich auch sein. Wir haben lange genug geschlafen. Dieses haarige Zeug ist echt spaßig. Okay. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Wie ich mich selbst gefunden habe? Mein Antlitz fühlt sich wie mein wahres Ich an. Ist das nicht seltsam? Als ich mein Antlitz zum ersten Mal angenommen habe, wusste ich es sofort. Ich kann einfach ich selbst sein. Keine Soldatin, keine Draktür, einfach nur Challen. Und das mit den Frisuren? Einfach zum Niederknien. Man kann sie jederzeit wechseln, sogar täglich. Es ist eine Welt der Wunder. Ohne meine Schuppen fühle ich mich unwohl. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Ich fürchte, mein Begleiter stimmt nicht zu. Aber ich finde meine Antlitzgestalt unpraktisch. Und da gab es ja auch anfänglich große Probleme, ne, als die Drachen versucht haben, in dieser Form weniger erschreckend und einschüchternd auf die sterblichen Völker zu wirken. Da hat das nicht von Anfang an funktioniert. Also, ich glaube, da waren die ersten Kontaktversuche mit Trollen. Und als sie dann in diese Antlitzform gewechselt haben, waren sie ein Troll in Drachengröße. Ja, und haben dann gerufen, hallo, werte Mitrolle. Also das ist auch anfangs wirklich eine ordentliche Arbeit gewesen, überhaupt diese Formen erstmal richtig hinzubekommen. Und da ist dann teilweise mehr Chaos entstanden, als ein Gutes bei rumkommen konnte. Schuppen, Zähne, Flügel und Schwanz. Ohne sie fühle ich mich nicht so nackt. Was? Fühle ich mich so nackt, ja.
Ich bin ein Draktür, so rum. Wenn ich ein Antlitz trage, komme ich an nichts heran. Mein wahres Ich, wer ich bin, den ich immer repräsentiere. Ein Antlitz mag Vorteile haben, aber keines könnte meine Eleganz oder Wildheit ausdrücken. Ah, schau. Ja, nicht jeder. Ist Fan von dieser Antlitzgestalt. Auch wenn natürlich diese Formen viele Vorteile haben, sind ja gerade die Draktür welche, die von den Drachenkollegen noch am humanoidesten aussehen, wenn man so will. Oh! Ja, moin! Sagt, was ihr zu sagen habt! Im Untod habe ich mich selbst gefunden, Doria Rabenpest. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wer ich zu Lebzeiten war. Es kommt mir vor, als wäre das eine vollkommen andere Person. Diese Gestalt ist das, was ich jetzt bin. Ich verwende jetzt einen anderen Namen als zu meinen Lebzeiten. Ich habe mich zu sehr verändert. Früher bereute ich das. Ehrlich gesagt tue ich das noch immer. Ich sehne mich nach einem schlagenden Herzen, nach der Wärme des Blutes. Ich habe mich gehasst. Oder zumindest dachte ich das. Ich habe mich nicht gehasst. Ich habe nur bereut, dass ich keine Wahl hatte. Dieses Recht wurde mir genommen. Ich träume immer noch davon, wer ich hätte sein können. Aber mir ist klar, dass das Festhalten daran, was ich hätte sein können, nur mein wahres Ich unterdrückt. Das wäre nicht mein Leben, sondern das einer Fremden. Ah ja. Wir sind hier fertig. Todesritter und Dämonenjäger? Interessant. Ich habe aufgegeben, was ich aufgeben musste, um jene zu schützen, die ich liebe. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Ich bin, wer ich immer war. Meine Lebensaufgabe hat sich nicht geändert. Ich möchte die beschützen, die mir am Herzen liegen. Dazu habe ich mich dem Bösen ergeben. Ich habe meine Augen geopfert, meine Seele. Ich habe mein Wesen von dämonischen Energien verdrehen lassen. Aber Steven ist immer noch da. Meine Familie war nicht so verständnisvoll. Sie kann nicht hinter die Veränderungen blicken. In ihren Augen ist ihr Sohn vor langer Zeit gestorben. Sie brauchen nicht zu trauern. Können Sie nicht sehen, dass ich das hier für Sie getan habe? Oh, ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben, nicht wahr? Todesritter und Demon Hunter. Spannend, ein neues Ich und ein doch unterschiedlicher Umgang mit dem, was früher war. Denkt immer daran. Es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Sehr spannend. Und auch Dämonenjäger haben ja zumindest damals in der Ausbildung unter Illidan wirklich Dämonen fressen müssen. Na, das sage ich ja auch immer wieder gern. Da haben die einen schönen Pogo-Kreis gemacht, dann ging es in die Mitte, Teufelsjäger töten und dann wurden die tatsächlich aufgefressen. Darum ist dieses "Ich habe einen Dämon in mir" tatsächlich wörtlich zu nehmen, ne? Und dass man dann vielleicht ein bisschen anders auf seinen Bruder schaut oder den Cousin, den setzt man auf der Familienfeier lieber ein bisschen weiter weg, ne? Von den Druiden der Sichel. Und sogar zwei. Okay, das sind gute Infos. Die mussten auch ein bisschen was durchmachen, ne? Das Rudel steht über allem anderen. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Die Definition meines Ichs verändert sich stetig. Wenn ihr mich fragen würdet, wer ich vor diesem Fluch war, würde ich euch antworten, dass ich erbittert für den Schutz meines Volkes kämpfte, dass ich vor nichts zurückschreckte, um seine Sicherheit zu garantieren, und dass ich zu weit ging. Aber nach Jahrhunderten in Gestalt eines Tieres, das nur seinen Instinkten folgt, ist das, was ihr vor euch seht, nicht mehr das Wesen, das ich einst war. All die Jahre, die ich verloren habe, ich habe Demut gelernt und so mein wahres Ich gefunden. Ich habe einen Druiden gefunden, der nicht mehr kämpfen, sondern lehren möchte. Der zukünftige Generationen vor der Gefahr warnen möchte, die ihnen durch Arroganz droht. Wer ich heute bin, Worgen und Lehrer. Guck an, hat seinen Platz gefunden. Und Warden? Trotz allem bin ich immer noch Warden. Okay, wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Ich dachte immer, ich hätte nur meine menschliche Gestalt in mir. Wie sollte ich als haariger Bastard ich selbst sein? Ich weigerte mich, mich als Worgen zu bezeichnen. Ich redete mir ein, es sei nur ein Fluch, für den ich mich niemals entschieden hatte. Aber ich träumte von der Jagd. Ich konnte die frische Waldluft förmlich riechen. Ich konnte mich nicht mehr gegen das wehren, was ich geworden war. Es war für mich Zeit, es anzunehmen.
Ich bin Varden Claridge. Ich bin ein Worgen. Dafür habe ich mich nicht entschieden, aber ich habe es akzeptiert. Auch er konnte seinen Frieden mit sich machen. Sehr interessant, vor allem, dass wir auch außerhalb der Drachen jetzt so ein bisschen fischen, war. Leria Nachtspeer. Oh, auch Lehrenelfe, ha? Geht euren eigenen Weg. Die Lehre ist Teil von uns allen. Die werden wir jetzt bei diesen ganzen leeren Eskapaden nicht los. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Es ist ein ständiger, alltäglicher Kampf, mich selbst zu finden. Viele neue Rendorei haben Angst, sich zu verlieren, wenn sie in die Leere eintauchen. Und ja, es kann schwierig sein, seine eigenen Gedanken von den Schatten zu unterscheiden. Ich bin nun genauso an die Leere gebunden wie ein Fisch ans Wasser. Aber ich fürchte mich nicht mehr davor. Ja, sie hat mich verändert. Aber wenn ich jetzt auf mein altes Ich zurückblicke, wird mir klar, dass die Leere immer da war. Ich habe mich kaum verändert. Ja, wenn da mal nicht die Leere aus ihr spricht, ja? Kleines Leeren-Product Placement, Junge. Meine Familie bedeutet mir alles. Pella Steilufer. Waldrackenbesucherin. Junge, der Babywulperer. Let's go. Fang den Schmetterling. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Ich betrachte mich durch die Augen meiner Familie. Xander und ich fanden Mova, als sie noch klein war. Sie war ausgesetzt worden und hilflos. Wir waren ihre einzige Hoffnung. Warte, ist das Mova? Tatsächlich. Oh nein. Wenn ich an die Zeit vor Mova zurückdenke, waren da so viele Sorgen. So viele sinnlose, unbedeutende Dinge, die meine Tage erschwerten. Als Mutter bin ich zur Ruhe gekommen. Mova hat uns all diese Sorgen verblassen lassen, all den Stress beendet. Sie hat mich gelehrt, was mir wirklich wichtig ist. Mein wahres Ich ist meine Familie. Nice. Tschüss. Pella sagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen, aber das ist sehr gut. Wollt ihr etwas kaufen? Die passen tatsächlich auf. Vorbildlich. Mova hält uns die meisten Tage auf Trab. Sie ist das Licht unseres Lebens, auch wenn ich mir manchmal wünschte, dass es in unserer Familie etwas weniger davon gäbe. Es ist eine gewaltige Aufgabe, unser Zuhause sauber und frei von Fellhäschen zu halten. Möge euch. Ja, Panda, Vulpera und Taurendame. Also da musst du wirklich Staubsauger-Main sein, ne, um da nicht irgendwie zu versinken. Wer ist das? Orgon-Zerrkette. Den kennen wir, glaube ich, nicht. Das ist ja herrlich. Die pennen hier komplett. Was ist denn die Animation? Die brauche ich aber. Wenn die Raid-Erklärung kickt. Die sind ja richtig geil weggeratzt. Junge. Let's go. Lokta. Ohne Hirn, keine Muskeln. Wie habt ihr euer wahres Ich gefunden? Ich bin ein Krieger und ein Gelehrter. Diese beiden Identitäten müssen einander nicht ausschließen. Mir gefallen staubige Folianten genauso gut wie blutüberströmte Schädel. Früher habe ich das vor meinen Kameraden zu verbergen versucht. Ich hatte Angst, sie würden es nicht verstehen. Aber das war nicht der Fall. Mein Clan hat mich für mein Zaudern ausgelacht. Sie meinten, sie hätten alle längst gewusst, dass ich heimlich gerne lese. Nun muss ich mich nicht mehr darauf beschränken, Orgron der Krieger zu sein. Ich bin mehr als das. Oh. Möge eure Klinge. Mehr als das, ja. Na dann, Glutal, das waren wirklich viele Informationen. Fangen wir an. Und der andere Bruder ist direkt abgehauen, oder was? Glutresch hatte keinen Bock mehr. Aber wir berichten, ja. Was habt ihr über Identität erfahren? Identität ist eine Entscheidung. Identität ist die Summe der eigenen Erfahrungen. Identität ist, mit wem man sich umgibt. Identität wird durch die eigenen Vorlieben definiert. Boah, ist halt alles richtig, ne? Aber ich finde die Summe der eigenen Erfahrungen doch am besten, weil da steckt vieles von dem anderen mit drin. Wer hat euch das beigebracht? Varden Claridge oder Doria Rabenpest? Worgen und Todesritter. Ja, ich bin Todesritter-Fan. Sein Ich zu verlieren, um es dann im Dienste von jemandem so grausamen wie dem Lichtkönig wiederzubekommen, das wünsche ich niemandem. Doria erweist sich aber als widerstandsfähig. Sie hat triumphiert und sich ein neues Leben geschaffen. Sie kann nicht an ihr altes Ich erinnert werden. Sie kann sich selber nicht erinnern, ja. Wie kann sie sich so sicher sein, dass sie ihr jetziges Ich kennt? Was hat Glutal vor? Wir werden unser Schicksal finden. Das sind recht unterschiedliche Antworten, ja. Klare Himmel und starke Winde. Diese Antworten stellen mich nicht zufrieden.
Es ist gut, dass Sie sich selbst kennen, aber ich besitze keine der Qualitäten, die Sie versprechen. Das ist natürlich doof. Ich fürchte, ich bin jetzt noch verunsicherter. Entschuldigt mich, Blutäuter. Wartet, Glutal. Oh nein, jetzt hat sie sich nicht wiedergefunden in all dem. Na super. Und Glutresch, das ist doch jetzt eine persönliche Beleidigung, oder? Zeigt diese Form. Und Kallig. Okay, Bruder, hast du nichts zu tun? Na gut. Ich bin bereit. Was braucht ihr? Droht mir nicht mit Spaß. Glutal wirkt besorgt, aber ich bin mir sicher, sie wird zurückkommen. Und wenn sie wieder da ist, wird sie sich eine Antlitzgestalt aussuchen. Chromie hat uns alles über die Festlichkeiten erzählt, die Drachen früher für ihren Antlitztag ausgerichtet haben. Also werden Kallek und ich Sachen in die Luft jagen. Hauptsächlich Feuerwehr. Hauptsächlich, okay, Ripwaldracken. Wir brauchen für die Herstellung aber ein paar arkane Überreste. Zum Glück gibt es gleich vor dem Garten der Einigkeit einige Arkan-Elementare, die geerntet werden wollen. Wir drei haben alle Hände voll mit anderen Vorbereitungen hier in Waldracken zu tun. Zurück zum Training. Euer Kommen erfreut mich. Und? Kallek, können wir auch nochmal nach Chromies Gestaltentag fragen? Antlitzfeste erfordern eine Berührung des Drachen. Chromie kam zu mir und bat mich um Rat für ihre Antlitzgestalt, ganz ähnlich wie Glutal es jetzt tut. Ich habe Chromie damals zum ersten Mal getroffen und sie hatte keine Ähnlichkeit mit dem selbstbewussten, forschen Gnomen, den ihr jetzt kennt. Sie quälte sich mit der Entscheidung und fragte viele verschiedene Drachen, warum sie das Antlitz gewählt hatten, das sie trugen. Ich sagte ihr die Wahrheit. Ich verbringe meine Zeit gerne mit Sterblichen und diese Form erlaubt es uns, Kollegen zu sein, Gleichgestellte. Wir waren alle sehr aufgeregt, als die Zeit für die Zeremonie kam. Ich muss sagen, es war nichts, was irgendjemand von uns erwartet hätte, aber es ist nun mal Chromie. Ich finde, das passt perfekt zu ihr. Das würde ich auch sagen. Kommt bald wieder. Sammelt eure Rosenblüten. Oh, ein Korb mit drakonischen Blumen. Glutal ist ziemlich gestresst. Das erinnert mich an eine gewisse andere Bronzedrachin, als sie ihr Antlitz gewählt hat. Aber keine Sorge, sobald Glutal zurück ist, werden wir eine angemessene Antlitzgestalt haben oder, besser gesagt, ein schönes Fest erstmal ausrichten. Das Feuerwerk wird die Farbe der Drachenschwärme aufnehmen. Jede Enklave der Stadt pflanzt besondere Blumen, die dem Schwarm der Enklave entsprechen. Drei von jeder Farbe sollten für die erste Charge Feuerwerk genügen. Mit ihren latenten magischen Energien wurden diese Blumen ursprünglich geerntet, um sie für magisches Feuerwerk zu verwenden. Öffnet ihn, um eine Blume von allen 5 Drachenschwärmen zu erhalten. Passt auf euch auf. Ja, nice. Wir basteln Feuerwerk. Sehr gut. Azurlilie. Aber schon ein bisschen funny, dass sie in jeder Enklave auch ihre eigenen Blumen gepflanzt haben, ne? Wenn da mal eine rüberwächst, Junge, das ist wie bei so Schrebergärten. Dann kommt direkt der Nachbar mit dem Geodreieck und sagt, hier die Hecke. Die ist aber 2 mm zu hoch und nicht im Sinuskurvenwinkel und dann geht direkt der Krieg los, ne? Weiß aber nicht, ob die Elementare das auch so sehen, dass sie gerade besonders erntebereit sind. Könnte mir vorstellen, dass denen das nicht so gefällt, diese Wortwahl, aber wir hauen sie einfach trotzdem kaputt. Let's go. René Tradi-Quest-Reihe fandst du gut? Das ist schön. Ich hoffe, ich auch. So, das ist eine Menge. Alter, die sind aber richtig erntebereit gewesen. Da hätten wir noch 20 Ladungen voll machen können. Yo! Danke, Blutäuter. Das sollte reichen. Gemeinsam können wir alles erreichen. Diese instabilen Elementare sind die perfekte Basis für das Feuerwerk, Junge. Haben wir die einfach ausgerottet, weil wir Feuerwerk brauchen. Das klingt sehr menschlich. Obwohl dieses schillernde Pulver nicht sehr konzentriert ist, enthält es dennoch die explosive Macht der Magie selbst. Ihr habt eure Befehle. Na bitte. Alles für Verbündete. Oh, hier gibt's diesen persönlichen Wappenrock. Ah, cool. Den man dann selber designen kann, ne? In welchem Gildenwappenstil auch immer. Oh, das macht erschreckend viel Sinn, dass es den hier gibt. Nett. Abenteuer auf den Dracheninseln. Seid ihr selbst. Ich sorge mich um Glutal. Ihre Stimmung hat sich zunehmend verfinstert. Sie mischt sich unter die Bürger der Stadt, um Dinge zu finden, die sie mit ihnen gemein hat, anstatt danach zu suchen, was sie einzigartig macht. Vielleicht wäre eine größere Versuchsgruppe angebracht? Sie braucht Geschichten, die sie leiten. Es gibt viele Personen auf den Dracheninseln, die solche Geschichten zu erzählen haben. Sprecht mit ihnen.
Ich würde gern selbst gehen, aber die Pflichten einer Schuppenkommandantin kennen keine Pause. Ich hoffe auf eure baldige Wiederkehr. Wait, auf den ganzen Dracheninseln? Oh, na gut, das wird ein etwas längerer Rundflug werden, hä? Und wir sprechen zuerst mit diesem Sesrak. Geil. Den hätte ich auch zuerst gefragt, ja. Zu Tiki, die Bedienstete. Meine oberste Pflicht ist es, Lady Mara zu dienen. Was macht euch zu dem, was ihr seid? Mara zu dienen war mir immer eine große Ehre. Ich wurde für diese Rolle geschaffen und fand sie noch nie unangenehm oder unpassend. Ich bin stolz auf meinen Dienst. Alle Reftis Lady Maras sind das Refti, diese Steinschlangen eben, ne? Es ist äußerst angenehm, seine Aufgabe im Leben zu kennen, findet ihr nicht? So bin ich. Ja, das macht auf jeden Fall vieles einfacher, ja, wenn man sich zumindest einbildet, seine Aufgabe zu kennen. Das schließt dann einige Dauerfragen im eigenen Kopf durchaus aus. Sind das Jäger, die wir kennen? Windweiser Dava und Jäger Namen? Sind das die beiden, die wir in der Nebenquest zusammengeführt haben? An diesem Teich? Ich grüße euch. Kann ich euch beide fragen? Bleibt wachsam. Anscheinend, ne? Ich habe mein Leben der Jagd gewidmet. Doch nun kommt die Zeit, mich jemand anderem zu widmen. Ich hoffe bloß, dass ich als Partner so viel tauge wie als Jäger. Oh, dann haben sie jetzt bestimmt eine gemeinsame Identität, ne? Ah, das kann sein. Bin gespannt. Die Tradition meines Clans schreibt vor, dass ich einen Meisterjäger heiraten soll, der es wert ist, an meiner Seite zu leben. Aber als ich Dava traf, wusste ich, dass dies nicht geschehen würde. Tradition ist natürlich wichtig. Ein Mitglied des Clans Shikar zu sein, ist ein großer Teil von mir. Aber nicht alles. Ich habe mich stattdessen entschieden, meinem Herzen zu folgen. Und ich bin froh, dass Saran Khan meine Aufrichtigkeit erkannt hat. Ah ja. Kämpft hart! Nicht einfach für solch clan- und kulturgebundene Kollegen, ne? Was macht euch zu dem, was ihr seid? Ein wichtiger Teil dessen, wer ich bin, rührt von meiner Liebe zu Namen hier. Oh ja, der älteste Odgere hat ordentlich gemeckert und mit den Hufen gestampft. Es ist wahr, wir haben viele Zeremonien und Traditionen ausgelassen, aber unsere Liebe war wahr und wir wussten, dass es Zeit war. Ich bin dankbar, dass unsere Clans zustimmen. Wenn auch auf Umwegen, ne? Weil die Clan-Identität natürlich auch wichtig war für die, aber genau das ist es wahr. Ne? Vielleicht ist es auch an der Zeit, nach all dem Scheiß, der mit Clan Nokut passiert ist, ne? Die einfach alles verraten und ihre Zentauren-Geschwister getötet haben. Ja, maybe ist es nach der Eskalation ein ganz guter Moment zu sagen, vielleicht sind die alten Traditionen nicht irgendwie die besten oder gar fehlerfrei, ja? Noch eine Zentaurin, wait, habt ihr ein Date? Warte mal, mit der Dryade hier zusammen? Ach, guck. Aber sie sehen nicht besonders happy aus dabei. Ist das so ein Wettbewerb, im wer kann länger die Arme verschränken? Dann verliere ich aber. Hallo. Speerin Santun grinst fröhlich. Vielen Dank nochmal für all eure Hilfe. Was macht euch zu dem, was ihr seid? Hallo, Bluteuter. Dryaden und Zentauren mögen ähnlich aussehen, dabei sind wir sehr unterschiedlich. Aber wer sagt, dass Gegensätze sich nicht anziehen? Viele von meinem Clan sehen Zeit mit einer Dryade als Verschwendung an, als sollte man sie besser anders verbringen. Sie sagen, eine Dryade kann sich nicht lang genug auf irgendetwas konzentrieren, das nicht ihre Gärten sind. Vielleicht stimmt das. Ich fühle mich trotzdem zu ihnen hingezogen. Es liegt in meiner Natur, schätze ich. Vielen Dank, dass ihr mir ausgeholfen habt. Ach schön, die gesammelten Blümchen, ne? Vertraut nur eurem Clan. Sie schmunzelt verschlagen und scheint recht zufrieden mit der Situation zu sein und er würde so gern mitmachen, ne? Aber er darf nicht. Gesellige Alleinstehende. Wir dienen wieder. Mit einem verwirrten Blick werdet ihr auf und ab betrachtet und dann wieder ignoriert. Okay. Ja, hier sind einige gesellige Alleinstehende, wie es aussieht. Für die Drachen. Und du bist da auch ein bisschen wilder, oder? Er sieht auch noch nur gut aus. Mein Feuer soll euch wärmen. Aber interessiert ihr keinen weiter. Der hat auch ein bisschen Schräglage. Na gut. Schön, euch zu sehen. Ich habe gerade mit meinem neuesten Werk begonnen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Norris sagt, sie will es in Gellig aufhängen, wenn es gut wird. In Gellig hier, nicht Gellig. Okay. Was macht euch zu dem, was ihr seid? Ich wusste immer, dass ich Künstlerin werden wollte.
Ich habe nie wirklich zu den Wegbehütern dazugehört. Nachdem ich mich damit abgefunden habe, bin ich viel zufriedener und muss mich nicht mehr verbiegen. Es ist eine eigenartige Art von Frieden, nicht mehr dagegen anzugehen. Und um sich damit abzufinden, muss man manchmal die Erwartungen, die andere an einen haben, enttäuschen. Ja, und das kann schwierig sein. Das stimmt wohl. Aber schön, das sind gerade auch zum Teil wirklich NPCs, die wir schon kennen von den verschiedensten Quests und Geschichten. Und das finde ich stark, wenn sie das nochmal aufgreifen. Und da sind ja auch, spoilerfrei, in TWW, in der Alpha schon so viele Geschichten auch dabei, wo man merkt, oh, da werden sie das so ähnlich handhaben wie hier. Ich würde sagen, da haben sie es sogar noch ein bisschen mehr perfektioniert, diese Weichen zu stellen. Ja, auch in Dragonflight hat man am Anfang ja schon bei einigen gemerkt, oh, die sehen wir nochmal wieder. Aber in TWW ist all das, was mir in diesen Hinsichten in Dragonflight gefallen hat, nochmal mehr gelungen. Freue ich mich sehr drauf. Wir fragen die Gnolle. Oh nein. Ihr Gnoll okay machen. Ihr besser Freund. Er sieht über eure Schulter. Andere Freunde aber hungrig. Lauft. Was macht euch zu dem, was ihr seid? Ich nicht sein wie andere Gnolle. Ich sei ein erster Gnoll Monarch. Andere Gnolle keine Freunde haben. Ich Freunde mögen. Ich keine Veränderung wünschen. Na, er ist einfach zufrieden mit dem, was er ist. Eh? Ach, die beiden. No, mit ihrer Experimentierstätte hier. Das ist ja super. Oh, an die Quest erinnere ich mich. Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Die Ökologen. Wir stehen vor einem ökologischen Kollaps. Und obwohl ich auch denke, dass wir etwas tun müssen, sollten wir nicht zu vorschnell handeln. Hier sind diese Entchen in Blasen, die wir gerettet haben, ja. Löffelchen, das gerettete Entchen. Perfekt. Was macht euch zu dem, was ihr seid? Was für eine Frage. Ishka verstummt einen Moment nachdenklich. Nun, bevor ich Taru getroffen habe, war ich noch inaktiver als jetzt. Ich habe es vorgezogen, abzuwarten und dann abwägend zu handeln. Daran hat sich nichts geändert, aber Taru hat mir sozusagen geholfen, ein wenig aus meinem zögerlichen Panzer herauszukommen. Er respektiert, wer ich bin, aber er weiß es auch zu schätzen. Ich bin eine Hälfte unseres gemeinsamen Ganzen. Ah, hier haben wir jetzt die Pärchenidentität. Bis sehr bald. I see. Ja, wie bei uns vorhin mit dem Todesritter und dem Demon Hunter, genau. Genug Gefaulens, wir sollten da rausgehen und etwas unternehmen. Jetzt, na, vorher musst du mir noch sagen, was macht euch zu dem, was ihr seid? Ich war mir meiner selbst immer sicher. Fragt Ishka. Er wird mich als grob, mutig und impulsiv beschreiben. Er hat nicht Unrecht. Taru lacht. Aber ich glaube, mit Ishka zusammen zu sein, macht mich ausgeglichener. Wir sind so unterschiedlich, wie zwei Drachen nur sein können. Und doch fühle ich mich mit ihm an meiner Seite vollständiger. Unsere Unterschiede heben hervor, was uns einzigartig macht. Wow, den Satz hat er aber vorbereitet, oder? Oh, das ist ja unglaublich sweet. Okay. Wir müssen dringend weg von diesem Drachenpärchen, sonst kriege ich hier Diabetes. Vielen Dank, Bluteuter. Wenn das Glut da nicht hilft, dann weiß ich auch nicht weiter. Seid vorsichtig und brecht euch nicht. Hey, persönlicher Wappenrock, lässig. Was habt ihr zu berichten? Ihr alle, nachdem ich diese Geschichten gehört habe, konnte ich mich endlich entscheiden. Wie aufregend. Endlich, ich kann kaum erwarten, es euch zu zeigen. Ich habe mich entschieden, überhaupt kein Antlitz zu wählen. Oh, ich brauche keine. Bluteuter, die Geschichten, die ihr mir vermittelt habt, handelten nicht davon, sich selbst zu finden. Sie handelten davon, sich selbst zu akzeptieren. Dies ist, wie ich bin. Und das ist genug. Oh, Glutal, ich bin so froh, das zu hören. Heißt das, dass die Feier abgeblasen ist? Klare Himmel und starke Winde. Nicht, wenn ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Feuerwerk wurde trotzdem gezündet. Let's go. Aber das ist aber auch eine süße Erkenntnis, oder? Ihre Antlitzgestalt ist keine, weil sie fühlt sich so am wohlsten, wie sie ist. Stark. Na, das hat sich ja voll gelohnt, dass wir so viel rumgeflogen sind. Also schon, na, aber der Effekt, der blieb jetzt ein bisschen aus. Für euch habe ich immer Zeit. Dennoch ein sehr passendes Ende für diese unsichere Gluttal, ja? Wir sehen uns wieder. Ich hab's gesehen.
Wow, was für ein super schicker Wappenrock. Und ihr bekommt ihn so, wie ihr es euch vorstellt. Kessa wird euch dabei behilflich sein, eure Entwürfe zum Leben zu erwecken. Schaut mal bei ihr vorbei, um loszulegen. Die Zeitlinien müssen geschützt werden. Achso, da können wir jetzt extra für die persönlichen Reden Wappenröcke... Reden wir über das Geschäft. Ah ja, die Designerin hier haben. Meinen persönlichen Wappenrock anpassen. Okay. Ja, schöne Sache, ne? Wir haben keinen Random-Button, aber wir haben die normalen Gildenoptionen, die auch nie groß verändert wurden, oder? Junge, da sehen einige auch echt noch aus wie Arsch auf Eimer. Aber jetzt kann man so eine Katzenfratze auf der Brust haben. Ein gerechter Austausch. Perfekt. Wäre das alles? Ich bin gerne dabei behilflich, euren persönlichen Wappenrock zu gestalten. Wie immer ein Vergnügen. Nice, nice.